Das moderne Europa wäre ohne das Magdeburger Recht nicht denkbar. Dennoch ist diese Rechtsquelle weitgehend in Vergessenheit geraten. Ein Denkmal soll es wieder mehr in die Öffentlichkeit rücken. Kürzlich wurden die Entwürfe präsentiert. 5 Entwürfe wurden vom Kuratorium in die Vorauswahl genommen. Und zwar von Axel Anklam aus Berlin, von Wieland Schmiedl aus Kriewitz bei Schwerin, von Klaus Buri aus Frankfurt am Main, von Volodymyr Schuravel aus Kiew und von Anatoli Valjew ebenfalls aus Kiew. Erstmal werden wir einer längeren, größeren Zahl von Damen und Herren in Magdeburg, die heute nicht da sein kann und die sich trotzdem das sich anschauen wollen, was wir jetzt vorgetragen haben. Die werden also einige Tage noch im Kulturhistorischen Museum bleiben und dann ungefähr 6 Wochen lang im Stadtrat bleiben. Also im Rathaus. Im Rathaus bleiben und dort den Leuten, die das sich angucken wollen, sich hier anschauen im Rathaus. Etwa in 2 Monaten wird sich dann der Verein zusammensetzen und eine Entscheidung treffen, welcher der Entwürfe zur Ausführung kommen soll. Der Zeitrahmen dafür hängt freilich auch von den Spendenmitteln ab, die der Verein zusammentragen kann. Wir haben den ersten Schritt geschafft. Das heißt, das war eine ziemliche Anstrengung, die 5 Modelle zu finanzieren. Und jetzt, denke ich, läuft es einfacher. Wir haben gegenständliche Kunstobjekte. Und ich denke, wir können die Leute begeistern, hierfür auch Geld zu spenden. Ich wollte gerade sagen, wie sieht es mit dem Spendenaufkommen aus und wen wollt ihr jetzt noch ansprechen als Sponsoren oder sollen die Magdeburger auch noch ein bisschen mithelfen? Ja, natürlich die Magdeburger. Wir wollen ja jetzt hier eine Diskussion anregen, alle Magdeburger ansprechen, weil es dreht sich ja um das Denkmal für Magdeburg. Aber wir haben ja noch weitere Kreise, das war ja das Magdeburger Recht in Mitteleuropa. Also wir hoffen hier auch Spender aus anderen Regionen. Ja, vielleicht können wir die mit unseren kleinen Berichten auch vielleicht noch dafür interessieren. Na, das Magdeburger Recht war von größter Bedeutung für Deutschland, also über 600 Jahre im größten Gebiet in Mitteleuropa. Also ich denke, dafür wird man auch noch das Geld aufbringen für ein Denkmal. Das hofft natürlich auch Klaus Buri, der vielen sicher nicht zuletzt durch seinen inzwischen ja berühmten Bitterfelder Bogen bekannt sein dürfte. Ich habe mich eigentlich von der Idee leiten lassen, ein Denkmal zu entwerfen, das sehr kommunikativ wirkt, dass also die Magdeburger sagen, treffen wir uns doch morgen beim Denkmal Magdeburger Recht. Es sind 13 Figuren insgesamt oder 13 Säulen, die oben auch eine kleine Buchsbaumpflanze haben. Und die Säule beginnt mit Magdeburg und dann gibt es einen langen Steg, in dem ich auch Informationen einlasse, also zur Geschichte des Magdeburger Rechts und dann die 12 wichtigsten Städte. Und auch an diesen Säulen ist dann der Name der Stadt und das Jahr eingraviert, an dem das Magdeburger Recht dort Einzug erhalten hat. Was Ihren Entwurf von den anderen unterscheidet, ist ja der Fakt, dass man sich dort gemütlich hinsetzen kann. Man kann sich treffen, man kann umherwandeln sozusagen, durch Europa kann man ja sagen. Und man kann sich es aber auch wieder gemütlich machen. Ja, also das war die Idee, dass man wirklich sich dort trifft und miteinander kommuniziert. Und dabei auch etwas von der Geschichte des Magdeburger Rechts erfährt. Und das war für mich eigentlich so das Sinnbild, als ich durch Magdeburg gegangen bin und mir diesen Ort ausgesucht habe, der ja mitten in der Stadt liegt und der auch eingebunden ist von wunderschönen Bäumen zum Teil, dass man also auch so eine Art Rückzugsort für sich entdeckt.